Ja, für die Haartransplantation habe ich mich entschieden. Das war im letzten Jahr. Wie gesagt, ja, das ist der grobe Ablauf. Ich nehme euch mit, werde es dokumentieren. So, das ist der OP. Das kann man hier schön sehen. Ja. So, ich habe es euch versprochen. Ich bin wieder da. Einmal in die Hände klatschen. Das ist meine neue Haarlinie. Wie schon gesagt, es ist ein bisschen röter der Kopf. Das ist das dritte Video von meiner Haartransplantation in Istanbul. Und ist übrigens jetzt genau 7 Tage. Das hat wahrscheinlich einfach damit der Heilung zu tun gehabt. Daraufhin hatte ich Bilder von dem ganz schwer berührten Intro vorbei. Freunde, also, ich habe eine kleine Community aufgebaut. Das heißt, ich fange an, mit Leuten hin und her zu schreiben. Die Haare kommen jetzt wirklich durch. Es wird dunkel in der Haarlinie. Passt mal auf. Ich weiß nicht, wie gut dieses zurück. iPhone... Zurück. Ja. So, mal ein ganz, ganz kurzes Update meiner Haartransplantation in Istanbul. Ich hoffe, Freunde, herzlich willkommen auf Frankies neuem Video meiner Haartransplantation in Istanbul. So, Freunde, herzlich willkommen bei meinem neuen Video der Haartransplantation in Istanbul. Ich bin jetzt ungefähr post-OP. Kein Styling, nichts drin habe in den Haaren. Das heißt, das ist jetzt wirklich, das sind meine Haare jetzt, wie ein sie graues aussehen. Haar. Hier, da. Jedenfalls ist das irgendwie cool, das ist mein Glückshaar. Unter dem Video auf die Hashtags warten. Wie ich schon sagte im ersten anderen Video. Hashtag Flughafen. Hashtag hier noch mal ganz kurz mein Bereich vorne. Ein Jahr jetzt genau Post-OP. Und jetzt 7 Uhr morgens. Ja. Jetzt geht's gleich los. Wie ja. fühlst du dich? Beschissen. Und die nächste. So, Freunde, da bin ich wieder hier. Wieder ist Carlos Glatz am Start. Ich habe meine Haarlinie noch mal ein bisschen nacharbeiten lassen vorne. Und hinten sehe ich tatsächlich aus wie ein kleiner Vierer. Als erstes auf der Frage brennt, wie ist natürlich erst einmal, ich weiß, ihr wollt wissen, welches Bierchen ist im Angebot, aber wir sind nach der Haartransplantation, Alkohol ist überall. Ich hieß da wohl bei McClane's. Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben heute den letzten Tag in diesem Jahr. Und so, Freunde, willkommen zurück auf meinem Kanal. Frank McClane's Haartransplantation in der Türkei, in Istanbul. Erstmal ein super Gruß an alle. Willkommen auf meinem Haartransplantationskanal bei McClane's. Wisst ihr selbst, ich grüße alle Linie. Meine Haare sind jetzt ungefähr, schätze ich mal, so 3 cm lang. Ich kann schon langsam anfangen, einen Sidecut zu kämmen. Und ich komme mal dicht meine Haare. Ich bin jetzt am 16. war ich 6 Monate nach OP. Der Hinterkopf wurde ich gemacht. Ganz licht. Ich mache hier nochmal. Ich bin jetzt extremst, hier, ich drehe mich kurz, extremst am Licht. So, Freunde, willkommen zurück auf Frankies Haartransplantation in der Türkei, in Istanbul bei McClane's. Herzlich willkommen auf Man's Secrets bei McClane's. Ich trinke mit euch erstmal Kaffee, weil es ist am Morgen, es ist nicht am Abend. Also, ich drehe mich mal um. Seht ihr das hier? Hoffentlich kann man das gut sehen. Das ist mein Wirbel. Also herzlich willkommen zurück beim Update of Men's Secrets, dem Kanal, wo die Frauen staunen und der Kanal, der sich komplett